Buonasera ragazzi, buonasera und herzlich willkommen in Casa Tesoro. Heute sind wir da, um Nudeln zu machen. Welche Nudeln? Cacio e pepe. Wow, ragazzi, es duftet. Schau mal da diese Creme. Die kannst du mit einem Löffel essen. Madre mia, schau mal da. Ich habe ein bisschen mir auf Internet angeschaut. Und leider muss ich sagen, auch von Stefano di Cacio e Pepe gesehen, Padre, Figlio, Spirito, Santo, Amen. Der Pasta, da braucht ihr nur drei Zutaten für. So, jetzt sieht aber ganz gut aus, oder? Was sagst du? Ja, jetzt will ich. Okay, jetzt pass auf, zack. Creamy. Oben drauf. Foto. Okay, ist in Ordnung, ich will nichts weiter reden. Aber wenn jemand will ein bisschen liken, sollte dieses Video anschauen und wieder ein bisschen liken. Let's go! Wir brauchen Pecorino ab 5 Monate reif, weil da brauchen wir eine Intensive. Und nicht nur Pecorino, sonst auch Parmigiano. Dafür, dass Parmigiano ein bisschen milde ist, macht eine gute Balance für dieses wunderbare Gericht. Hauptzutaten ist Pepe. Schwarze Pfeffer, am besten ist frisch gemahlen. Und normale auch die Spaghetti. Und das ist so ein Rezept, ragazzi, die ganz easy. Aber eine muss ich sagen, das wird die beste Rezepte, die hier von Cacio e Pepe auf Internet finden. Glaubt ihr mir nichts? Erster Step, wir brauchen, das ist eine 200 Gramm Form, wir werden 100 Gramm. Die Portion ist für zwei Personen, 150 Gramm Pasta, 100 Gramm Pecorino, 100 Gramm Parmigiano. Aber wird alles in die Beschreibung geschrieben. Und jetzt kommt Parmigiano ins Spiel. Die Käse ein bisschen mischen und dann einmal, wie nennen wir das? Schüssel. Schüssel, Pfeffer rein, Pfeffer. Die geriebene Käse reingeben. Wir haben schon Wasser auf die Erde. Wir nehmen unsere Pfeffer, einfach schön mahlen und Pfeffer tosten, oder? Sag mal doch tosten. Rösten. Wie? Rösten. Rösten. Auf Italienisch heißt tostare. Und bei dem Pfeffer nicht sparen, ja? Nein, bei Pfeffer muss man nicht sparen, weil es ist Cacio e Pepe. Während der Pfeffer rostet, wir sind bei der Pasta und ich werde Pasta salzen und dann unsere Spaghetti einfach reingeben. Na, das hat diese Malazie ist gut gelungen. Wie lange sollte man den tosten? Nur bis wann auf die Hals? Nein. Wenn ihr riechen, dass der Pfeffer fängt in die Nase reinzukommen, zu pizzicare, ein bisschen von Nudelwasser. Und das ist jetzt der Beginn von unserer Soße. Dass die Pfeffer macht diese schöne Wasser von Stärke von Nudeln, ein bisschen dicker, schmelzen ein bisschen, sagen wir schmelzen, weil schmelzen nichts, hinterlassen diese Rostaroma vom Pfeffer in diese Nudeln. Später werden wir die Nudeln sehr viel al dente in diese Soße geben und das wird eine Emulsion zwischen Stärke von Nudeln, Pfeffer und danach machen wir unsere Soße. Die Nudeln sehr al dente einfach in diese Soße und nichts das Wasser wegschmeißen. Okay, auf keinen Fall. Aber die Nudeln sind jetzt noch 2 Minuten vor al dente, oder? Mehr. Ich will, dass die Nudeln saugen diese Pfeffersoße. Mhm. Jetzt risottare la pasta con Wasser von den Nudeln. Während die Nudeln kochen, wir machen unsere Soße, unsere Cremina. Und da drin Pfeffer und die Soße ist schon fertig. Mario. Käsig. Danke für deine Unterstützung, Mario. Okay, ragazzi, 2-3 Minuten muss man schon die Nudeln, ein paar Minuten, 3 Minuten kochen mit dieser Soße, weil die Nudeln hinterlassen noch die Stärke und bildet sich schon eine Sorte von Creme. Wenn wir merken, dass die Nudeln sind noch ein bisschen zum Risottare und es ist schon die ganze Wasser weg, ganz weniger noch von Nudelwasser und einfach risottare, das ist so wie Risotto machen. Deswegen heißt es risottare. Mamma mia, ragazzi. Okay, für mich ist an dem Punkt, schau mal. Siehst du?
wie die Soße ist da. Ausschalten und schwenken und die Nudeln, bis sie die Temperatur runternehmen. Warum? Fragst du mir, Mario? Warum? Warum? Weil dafür wir haben eine Käsesoße. Wenn das wird zu heiß, dann wird es so wie eine Mozzarella. Ich glaube, das ist der Fall, das oft passiert. Mir ist auch passiert. Wenn ich Hunger habe, dann achte ich nicht mehr an die Parameter oder die, wie sagen wir? Parameter. Parameter. Dann, bei Hunger, ragazzi, bei Hunger hört die Freundschaft auf. Stellen Sie vor. Jetzt machen wir so, ragazzi. Machen wir eine schmutzige Sache. Ich muss nehmen die teuerste, wie sagt man das? Gabel. Gabel von der Welt. Fleischgabel. Wir geben ein bisschen Wasser. Ganz wenig. Ein bisschen umdrehen. Noch. Wir nehmen die Nudeln. Wir geben einfach da rein. Und drehen. Falls ein bisschen zu trocken ist, immer ein bisschen Nudelwasser dazugeben. Ist der cremig, Mario? Falls nichts genug Käse dabei ist, noch ein bisschen Parmigiano und Madre mia. Mario, du kriegst gar nichts von das. Boah, ragazzi, es duftet. Und schau mal da, diese Creme. Schau, die kannst du mit einem Löffel essen. Madre mia, schau mal da. Okay. Boah, das ist ein Geräusch, Mario. Thank you.